Bei uns wird heute das Maisfeld abgeerntet. Das schöne, große Maisfeld wird bald leer sein. Es war so ein schönes Bild bis jetzt. Jetzt ist der Bauer schon gekommen mit seinem großen Trecker und wird heute das Maisfeld kahl ernten. Der zweite Trecker war auch schon gerade hier, der ist jetzt von der anderen Seite reingefahren. Mal sehen, wie es gleich aussehen wird. Der Bauer ist schon ein gutes Stück vorangekommen. Das ist Arbeit für den ganzen Tag. Man glaubt es kaum, aber er muss immer wieder wegfahren, muss den Anhänger leer machen. Und es ist schon ein ganzes Stück Feld weggekommen. Schon auf jeden Fall kleiner geworden. Mal sehen, heute Abend hat er bestimmt alles geschafft. So, Philipp und Jana sind zu der Bäuerin rübergelaufen und helfen ihr jetzt noch die letzten, ja, die Maiskolben, die übrig geblieben sind, noch auf dem Feld bei der Ernte noch aufzusammeln. Sie laufen immer gern zum Bauern und helfen denen gerne dort. Ja, und dann kriegen sie auch immer was geschenkt. Entweder Blumen oder Essen oder Früchte oder Obst, Gemüse. Die kommen immer jedes Mal nach Hause mit irgendwas vom Bauern geschenkt. Sie sind halt gerne hier. Es wird alles geerntet. Was hast du bei Paula gemacht? Was hast du bei Paula gemacht? Mais eingesammelt. Hä? Mais eingesammelt? Und was macht ihr jetzt mit dem Mais? Kochen und essen, was sonst? Der Bauer ist fertig, hat das ganze Feld abgeerntet. Übrig geblieben sind nur noch Stoppel. Und ein fleißiger Jana und ein fleißiger Philipp. Ja, mein Garten hatte ich gestern ein bisschen in Ordnung gebracht hier. Wir haben jetzt eine Hecke gepflanzt. Ein Lebensbaum, ein Kirschlorbeer. Ein Lebensbaum, ein Kirschlorbeer. Und ein paar frische Blumen habe ich wieder eingepflanzt. Ein bisschen was haben wir noch an Altem rausgerissen. Ja, sieht jetzt eigentlich ganz nett aus im Vergleich zu dem, wie es vorher aussah. Ja, ich freue mich, jetzt endlich dieses Stück fertig zu haben. Wer kommt da angelaufen? Sarah im Gummistiefel. Sie muss ihr zeigen, was sie geschenkt bekommen hat. Ein neues Büchlein zum Schreiben. Und das sind jetzt die Reste unseres Gartens. Hier steht nur noch ein bisschen Weißkohl. Der wächst jetzt noch so vor sich hin. Und das ist unser Spitzkohl. Zwei sind noch geblieben. Einen hatte ich ja schon geerntet. Unser Gewächshaus ist soweit leer. Da hängt jetzt nur noch eine Paprika. Zeige ich demnächst auch mal, wenn wir sie abmachen. Ja, und das sieht alles so aus, als ob bald der Winter eintritt. Heute ist es zwar noch richtig schön warm, aber man spürt schon, dass der Winter vor der Tür steht. Ich bin gerade hier auf dem Spaziergang und ich wollte mir mal was angucken, wollte mal ein Maisfeld machen. Maisfeld nicht machen, sondern ich wollte es halt so mal anschauen und mal ein Video machen, wie ich das kann. Tschüss.
nicht. Das ist hier. Und ich wünsche einen schönen Tag euch. Danke, dass ihr gut habt. Danke, dass ihr gut habt.
den Regen und gibst das Gedeih auf die Felder, Äcker, Wiesen, Flur.